Frührentner Harald Schmidt. Steuerzahler. Es gibt schon wieder positive Meldungen aus der Politik von unserer Bundesregierung. Das deutsch-amerikanische Verhältnis ist jetzt wieder fantastisch. Absolut spitze. Man hat sich ausgesprochen, das Gift ist raus, das Eis ist gebrochen. Eine absolute Sensation. Das Verhältnis der Bundesregierung zu den USA ist besser als das Verhältnis der Bundesregierung zu Deutschland. Schauen Sie diese gute Laune an. Schauen Sie diese gute Laune an. Ja. Donald Rumsfeld und Peter Struck. Und wissen Sie, warum Rumsfeld so lacht? Struck hat ihm gerade den Zustand der Bundeswehr geschildert. Dann unser verehrter, unvergessener Altkanzler Dr. Helmut Kohl. Es geht ihm gut, es geht ihm gut. Dr. Helmut Kohl hat einen neuen Job. Er wird Aufsichtsratsmitglied des Versicherers AMB. Generali. Oder sagt man Generali? Ist jemand von Ihnen bei diesem großartigen Versicherer versichert? AMB Generali. Dr. Helmut Kohl bei einer großen Versicherung. Und die Versicherung möchte, glaube ich, auch einen Spot mit ihm drehen, wo er so entlang geht und die Leute rufen dann, hallo, Herr Kanzler. das ist ein kleines Dankeschön, dieser Job der Versicherungen für die vielen Ossis, die die Versicherung über den Tisch ziehen durften. Ich hab da für Sie noch was, falls es brennt. Hallo? Helmut Zerlett und Band. Ich schreibe mal gerade ins Klassenbuch, Studiopublikum heute sehr ausgelassen. Ja. Ja. Hat man nicht häufig, Studiopublikum sehr ausgelassen. War jemand gestern hier bei der Karnevalseröffnung auf dem Aldermarkt? Spricht man so aus? Ja, war nicht schlecht. Es wird nicht, wie heißt das, konjugiert oder dekliniert, ja? Man sagt nicht, man war auf dem alten Markt, sondern auf dem Aldermarkt. Der Aldermarkt. Ja. War jemand da? Ich musste zu zwei St. Martins umzügen am Wochenende. Ehrlich? Ja. Und am Freitag hatte St. Martin kein Pferd. Moment. Rate, warum nicht? Du kommst nie im Leben drauf. Gestolpert, Pferd tot. Nix. Und wie? Pferd total fit, aber Polizeipferd, ja? Ja, klar. Musste zum Castortransport. Die Pferde werden ausgeliehen. Ja, das ist ja klar. Ja. Das sind alles Polizeipferde. Die St. Martins sind Polizeiwachtmeister. Wirklich? Ja, klar. Die St. Martins? Heißt das Pferd vom St. Martin eigentlich immer Fritz? Heißt immer Fritz? Nein. Wie heißt das Pferd von St. Martin? Das hat keinen Namen. Ach was? Nein, das hat doch keinen. In der Mythologie hat das Pferd von St. Martin auch keinen Wert. Dabei, du bist der Bettler, St. Martin, das Schwert, der Mantel, aber das Pferd ist. Das Pferd, da bist du absolut sicher, das Pferd heißt einfach nur Pferd? Ja, das heißt Pferd übrigens, meine lieben Nordrhein-Westfalen, die euch einbildet, ihr sprecht Hochdeutsch, ja? Es heißt Pferd, es heißt Pfirsich, ja? Und es heißt Pfütze. Es heißt nicht Pferd, Pfirsich und Pfütze. Pferd. Pferd, ich habe es nämlich heute gesehen, unser Wirtschaftsexperte der CDU, Herr Merz, ja, der in einem Gespräch mit Superminister Clement gesagt hat, was er nicht unterstützt, ist Fusch. Ja. Was wir natürlich nicht unterstützen, ist Fusch.
kein Fusch am Pferd. Heute Abend haben wir einen Top-Gast, meine Damen und Herren, eine junge Schriftstellerin. Sie ist, glaube ich, 27 Jahre alt. Das erste Buch, 50.000 Mal verkauft, Platz 6 der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste. 1600 Exemplare werden jeden Tag noch von diesem Buch verkauft. Jetzt im Weihnachtsgeschäft rechnet man bis zu 16.000 Exemplare pro Tag. Es ist ein Buch, das sich mit dem Ende der Kindheit in der DDR beschäftigt, sozusagen mit der eigenen Kindheit der Autorin, aber auch natürlich mit der Kindheit vieler ihrer Freundinnen und Freunde. Das Buch heißt Zonenkinder und die Autorin ist heute Abend bei uns Jana Hensel. Der Antrag unterstützt die leicht schwächelnde, danke Sven, die leicht schwächelnde Diagnostik, indem er Tag vor Tag einen Schoppen güldenen Hopfens zu sich nimmt. Welcher ist es heute? Eine Gerstenkaltschale. Ja, ich trinke heute ein Bier zu Ehren unserer älteren Generation, der Rentner, die zu Unrecht angegangen würden, sie wären so reich. Ja. Und sie können sich natürlich keine Schlösser leisten, deswegen trinke ich ein Schlösseralt. Das gefällt mir. Manchmal ist der Bezug ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Ja, findest du? Aber heute absolut fantastisch. Ja, meine Damen und Herren, falls Sie es nicht gemeldet haben, wir stehen kurz vor einem Bürgerkrieg in Deutschland, nämlich der neue Trend Alt gegen Jung. Das hatten wir bisher noch nicht. Wir hatten Männer gegen Frauen, wir hatten Ossis gegen Wessis, wir hatten Deutsche gegen Ausländer, wir hatten eigentlich alles. Ja. Aber Alt gegen Jung, das ist neu. Die Artikel mehren sich. Am Wochenende habe ich 3 Artikel gelesen, in denen es rentnerfeindliche Tendenzen zu beobachten gibt. Unsere Senioren, die erstmal alles ab und dann wieder aufgebaut haben. Richtig. Ja, die ein Leben lang im Schweiße anderer Angesichter ihren Brotaufstrich verdient haben. Ihnen soll es jetzt an den gefütterten Kragen gehen. Richtig. Ich bin entsetzt, nicht nur, weil ich ein Freund der Senioren bin, ja, sondern weil ich ja im Grunde auch schon selber ein Präsenior bin. Bald. Vorruhestand ist ein Begriff, der sozusagen bei mir morgens auf der Zeitung ganz oben steht. Echt? Ja. Ja, wenn ich bei der Bundeswehr wäre, wären es, sagen wir mal, noch 3 Jahre. Ja. Ja, nicht ganz. Na, mit 55 kann man bei der Bundeswehr gehen. Also 9 Jahre. Ja. Aber jetzt, der neue Trend, bis 70 arbeiten, mindestens, um das Geld selber zu verdienen. Dazu kommen wir gleich. Wir tun aber jetzt schon etwas, um die Kassen unserer Bundesregierung voller zu machen. Wir unterstützen Hans Eichel mit unserer neuen Aktion. Zock, 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 in die Hand und zock, 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 in die Eichel. Bitte? Ich habe am Anfang gesungen, zocken für Heaven's Door, aber das passt natürlich überhaupt nicht. Das eben erst überlegt, kurz vor der Sendung. Aber ja, aber ich müsste jetzt noch was anderes ein. Hattet ihr noch eine andere Melodie zur Auswahl? Ja, mir ist noch was eingefallen. Eichel, my bell, la la la. Oder, es gibt noch ein schönes. I shall overcome. Ja, das ist toll. Das ist nicht schlecht. Das ist ja, I shall. Das funktioniert aber nur im Kölner Dialekt. Ja. Ist ein bisschen gefuscht. I shall overcome. Wir spielen heute Mittwochslotto. Das heißt, wir füllen einen Schein aus. Wir können morgen live in der Sendung die Auflösung verfolgen. Ob also wir die Ziehung haben, sozusagen. Die Ziehung, ob wir gewonnen haben oder nicht. Und der Millionengewinn, wir rechnen mit einem mindestens 2-stelligen Millionen-Euro-Gewinn. Ein Jack in Köln hat jetzt den Jackpot geknackt, hat Richtig. Am Wochenende 9 Millionen, ein Vater von 5 Kindern in Köln, 9 Millionen Euros gewonnen, als er war? Auf dem Alter Markt. Als Pirat verkleidet. Als Pirat verkleidet. Normal. Er ist normal geblieben. Ist nicht abgehoben. Wir füllen das aus. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr Lotto gespielt. Früher war das so, man hat 2 Kästchen ausgefüllt, das hat irgendwie 2 Mark gekostet, das war's dann. Das ist heute nicht mehr so. Ach doch, das ist immer noch vergleichbar. Ich weiß jetzt übrigens nicht, wie viel ein normales Kästchen kostet, glaube ich, 1 Euro. Ein Kästchen, 1 Euro? Ja. Spielen wir irgendwie Superwette oder wie heißt das? Nein, wir spielen sowieso alles, aber wir spielen Systemwette. Das heißt was? Das heißt, also du müsstest jetzt, also wir wollen ja richtig unsere Chancen erhöhen. Es geht ja darum, Herrn Eichel viel Geld
zukommen zu lassen. Also ja. Wir wollen ja morgen mindestens einen Fünfer haben. Ja, klar. Und das Geld kriegt dann Herr Eichel ja, von richtig. Uns. Wir behalten den Gewinn nicht für uns, sondern wir überweisen direkt an Herrn Eichel. Klar, ja. Darum, aber wir erhöhen halt unsere Chancen mit dem Systemtipp. Sonst müsstest du ja ganz, ganz viele Kästchen ausfüllen. Ja. Und weißt du, wie Systemtipp funktioniert? Nein. Du hast jetzt da die Systemtipp-Zettel vor dir liegen. Die großen und die kleinen. Nee, die großen, die sind nur, damit man... Nimm die kleinen mal. Nimm die kleinen mal, ja. Gibt es ja noch so ein Durchschlagpapier wie früher? Nee, das gibt's alles nicht mehr. Das gibt's alles jetzt, nicht mehr. Nein. Das gibst du jetzt ab und dann wird es eingelesen, online direkt zur Lottogesellschaft übertragen und kriegst so einen Quittungszettel. Und kannst aber, das ist der Vorteil, noch bis, weiß ich nicht, mittwochs bis nachmittags um 4 den Tippschein abgeben. Aha. Ja. Toll. Und dein Quittungszettel ist die Quittung und nicht mehr dieser Durchschlag. Verstehe. So, jetzt gibt es das für unterschiedliche, guck mal, da unten rechts gibt es unterschiedliche Vollsysteme mit diesen ganzen Teilsystemen. Das habe ich, weiß ich auch nicht, das ist irre kompliziert. Das Teilsystem, guck mal, rechts unten gibt es ganz viele Vollsysteme. Ja, sehe ich. Siehst du, also wenn du 7 Zahlen tippst, dann ist in allen Kombinationen gelten diese 7 Zahlen. Kostet 5,25 €, 8 Zahlen kosten 21 Euro. Ich würde mal sagen, also das teuerste ist 15 Zahlen, kostet 3.700 Euro. Ja. Also ich würde mal sagen, sowas mit 13, 14 Zahlen, finde ich, wäre okay, so für 1.000, 2.000 Euro. Einsatz. Das heißt, wir können 13 Zahlen tippen. Wir können 13 Zahlen. Zahlen 1.287 Euro Einsatz. Ganz genau. Gewinn ja 12 Millionen, dadurch lohnt sich das. Richtig. Ja. Und diese 13 Zahlen, egal. Egal wie. Ob der die Witz sind, ist auch, wenn du einen Sechser machst, ja. Dann hast du dadurch, dass die ja in allen möglichen Kombinationen variiert sind, hast du nicht nur einen Sechser, sondern auch 3 Fünfer und 250 Vierer. Dann sind es ja 14 bis 15 Millionen, die wir gewinnen. Richtig. Ja. Das heißt, wir wetten für 1.287 Euro. Genau. Lotto, muss man sagen, tut überhaupt viel Gutes. Ja. Ist im Grunde so eine Charity-Lady aus Papier. Lotto. Ja, absolut. Das geht ja direkt an Waisenheime, Wohlfahrtsheime. An die Sportstiftung NRW und an Hilfseinrichtungen für Spielsüchtige. Die Lottogelder gehen an Hilfseinrichtungen für Spielsüchtige? Natürlich nicht, also das ist ja gesplittet. Es gibt irgendwie, ein Teil geht wieder in die Gewinnausschüttung, irgendwoher müssen auch die Gewinne kommen. Welche Zahl? Ja, wie, welche Zahl? 13 Zahlen. 13 Zahlen. Okay, ich sag, also was auf jeden Fall... Die schreibe ich alle in ein Kästchen rein? Ja. Was wir auf jeden Fall nehmen müssen, die ist schon ganz lange nicht mehr gezogen, die 47. Ach, hast du schon wieder alles ausgetüftelt, ja? Nee, das steht hier. Was ganz, wo steht das? Da gibt's immer so ein Heftchen. Die Glück... Ah, geil, da war ich auch mal auf der Titelseite. Ja, echt? Ja. Toll. Und zwar habe ich da ein Schwein geküsst zu Silvester. Oh. Ja, so ein kleines Stoffschwein. Ja. Und da stehen hier so Aufstellungen und da kann man dann lesen, welche Zahl wie lange nicht gezogen wurde. Und überhaupt. Also was denkst du, welche Zahl am wenigsten gezogen wurde? Die 44. Nee, am wenigsten überhaupt seit Beginn von Lotto. Die 60. Die 13. Hey. Wurde schon mal eine 60 gezogen? Nein! Also. Die 13? Die 13. Sollen wir die 13 tippen? Ich würde schon die 13 tippen. Natürlich, wir sind Spieler. So, ich tippe doch mal die 13 hier. Ah, das musst du, nein, das musst du aber auch dann rechts unten in das Kästchen machen. Ach so. Wo, hier? Ja, das gilt doch nur für die Vollsysteme. Und was sind das da? Ja, Teilsysteme. Da steht doch auch Vollsystem. Ja, aber nur die billigen. Verstehst du? Aha. Verstehe. Ich tippe jetzt hier die 13. Ja, du musst auf jeden Fall auf die 13 auch erstmal ankreuzen. Also, dass du das Vollsystem 13 spielst. Das kreuzt du mal an, rechts. Na gut, schön. Hier? Ja, ganz rechts. Da bei den 1.200, da, ja, hier, genau. Ja. So, da. Genau. Steuerst du mich jetzt praktisch über Kamera? Nö, du kannst das machen, wie du... Nee, aber das ist ja Wahnsinn. Du siehst praktisch über Kamera, was ich mache, ja? Richtig, ja. So. Wir können eigentlich mal Schiffe versenken, mit Lottoscheinen spielen. Stimmt. So, 13. So, und jetzt die Zahl 13. Weiß das die Lottogesellschaft, dass ich die nicht zweimal getippt habe, die Zahl 13? Nein, ja? Du hast die nicht zweimal getippt. Ja, klar, hast das. Welche Zahl noch? Ich würde dringend so die 2 empfehlen. Wieso das denn? Ja, die ist seit 34 Wochen nicht gezogen. Und die 2 ist eine tolle Zahl. 13. 2. Dann muss immer das Geburtsdatum dabei sein. Machen wir die 18. Bei mir? Ja. Die 18. 18. Helmut, was sagst du eine? 29. Hat das einen Grund? Ja, ist auch mein Geburtstag. Ach so. Weißt du das nicht? Doch, natürlich. Ja, also.
29. Susanna? 22. Dein Geburtsdatum? Genau. Ja, jetzt tippen alle die Geburtsdaten. Ja, ich dachte, eben. Das sollten wir. Ja, dann nimm halt die... Nein, nee, nimm die 22. Sag noch eine. 39. Oh, gute Zahl. Wieso ist 39 eine gute Zahl? Ja, weil so viele Leute ihre Geburtsdaten tippen und über 30 ist ja nichts drin. Stimmt. Wow. Wow. Deswegen tippt auch noch die 47 hinten rein. Die 47? Die ARD macht auch sowas in der Samstagabendshow, das schwöre ich dir. Da ist irgendwie so ein Kinderballett, hat die Zahlen auftätowiert. Ulla, komm zurück. Nicht kleckern. Das gibt eine Pfütze. Kukuru-kuku. Jetzt wähle ich mal die 34. Sehr gut. Die 34. Auch gut. 34, jetzt habe ich 2, 4, 6, 8 Zahlen. 5 brauchen wir noch. Helmut? Die 18. Die 18 habe ich schon. Schon. Die 5. Die 5? Wieso haben wir die 18 schon? Ah, Susanna? Die 1. Oh, 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 Zahlen. Dann machen wir doch mal die, welche? Haben Sie da Geburtstag? Bitte? Ihr? Die Kinder. Ihre Kinder, am 9. 9. Die 7. Die 7. Jetzt drängt sich sehr unten. Ja, ja, ja. Die 7 machen wir lieber nicht. Mach mal die... Die? 40, die 40. Die 40 ist ganz toll, weil wir die 39 schon haben. Ja, die liegen doch nicht nebeneinander. Also, was? Ja, die liegen doch nicht nebeneinander irgendwie. Also die Google liegen doch nebeneinander in dieser Trommel. Die stoßen noch. Die sind doch da festgeklebt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Susanna, sag die letzte. 17. 17. Oh. Die 17. So, ich lese mal die Zahlen vor. Meine Damen und Herren, in der Reihe Millionär werden ist so leicht. 1, 2, 5, 9, 13, 17, 18, 22, 29, 34, 39, 40, 47. Und nun das Wetter. Genau. Wie ist das denn? Zusatzzahl unterschreiben muss man nicht mehr? Nee, unterschreiben musst du nicht mehr. Du müsstest jetzt eigentlich noch ankreuzen, also Laufzeit eine Woche. Oder wir wollen das jetzt nicht 5 Wochen laufen lassen, ne? Wird ein bisschen teuer. Nee, nur jetzt einmal. Eine Woche, ja. Laufzeit eine Woche. Laufzeit in Wochen 1, ja? Ja, genau. Aber das weiß die Lottergesellschaft, dass ich jetzt nicht tippe, diese 1. Ja, ja, ja. Das sind die, ja. Ja, genau, ja. Da weiß ich nicht, ob da nicht so... Ja, ja. So. Dann musst du noch für Mittwoch angeben, Spieltage. Und dann musst du noch angeben, ob du Super 6 und Spiel 77 machen möchtest. Ja, das machen wir schon, oder? Ja, klar. So. Haben wir jetzt alles? Ja. So, diesen Zettel geben wir morgen ab. Genau. Morgen Abend werden wir hier ZDF einschalten. Ja. Und bei der Ziehung knallen die Korken. Genau, na klar. Millionen für Hans Eichel. Ja. Das wird der absolute Brüller morgen Abend, meine Damen und Herren. Das wird sich schon mal ein Piccolo warmstellen. Wirklich. Das wird der absolute Hammer. Nun aber zum Thema Bürgerkrieg in Deutschland. Aktuelle Meldungen liegen uns nicht vor. Tatsache ist, immer mehr Jugendliche und Senioren geraten aneinander. Ich habe 3 rentnerfeindliche Artikel am Wochenende gelesen. Es geht darum, wer bezahlt die Renten? Genau. Und der neue Trend ist, dass man sagt, die jungen Menschen sollen doch nicht so viele Gebühren einzahlen müssen für die Renten, Rentenversicherungsbeiträge. Sie sollen lieber ihr Leben genießen mit tollen Events, mit Raves, mit Love Parade, mehrere Ausbildungen anfangen und so weiter. Und man kann nicht den jungen Menschen die ganze Last aufbürden dafür, dass die Alten es ins Haus und Braus krachen lassen können. Richtig, ja. Ja? Deswegen haben wir gesagt, Moment, in diesem unschönen Bürgerkrieg, in diesem blutigen Streit, der Deutschland wieder mal spaltet, und zwar von alt nach jung, wir bringen Objektivität. Wir sagen, entscheiden Sie selbst.
Möchte ich lieber alt oder möchte ich lieber jung sein? Genau. Das kann man selber entscheiden. Niemand ist da durch irgendetwas gebunden. Wir haben, ich glaube, 19 Kategorien ausgearbeitet, wo es besser ist, alt oder wo es besser ist, jung zu sein. Ich hoffe, es war verständlich. War das einigermaßen verständlich, was ich erklärt habe? Total. Es war total verständlich. Ja. Kategorie 1, bitte. Das ist der coole Volksvertreter-Faktor. Da fängt schon an mit den Schwierigkeiten. Ja, ganz genau. Also das ist Anne Lührmann von den Grünen, 19 Jahre alt und Müntefering, keine Ahnung wie alt, SPD. So Anfang 60. Ja. Ja, aber dieses junge Ding soll doch erstmal was leisten. Ja, aber. Ja, aber was? Ja, die hat aber sehr gute Vorschläge gemacht. Sie ist ja auch bei den Grünen-Rebellen dabei, Frau Lührmann. Die Grünen-Rebellen haben sich heute pünktlich um 12.30 Uhr übrigens von der Rebellion verabschiedet, um sie zu beruhigen. Man hat gesagt, jetzt haben wir alles durchgesetzt, was wir wollten. Wir stimmen am Freitag für. Genau. Die erhöhten Beiträge. Ein Punkt für das Alter in diesem Fall. Die, bitte? Die, also die ist ja, hör mal, jetzt hier aber für Münti die ganze Erfahrung. Ja, okay. Ja, die ganze... Du hast recht, Chef. Da fällt mir ein, wo du sagst, du hast recht, Chef. Die Abstimmung im Irak, ja? Das Parlament im Irak hat gesagt, wir nehmen die Resolution nicht an. Genau. Und jetzt kann ein... Komitee unter dem Vorsitz von Saddam Hussein sagen, wir nehmen die an oder nicht. Genau. Die Entscheidung des Parlaments. Nicht schlecht. In gewisser Weise das System. Hat Vorzüge gegen bei uns, wo jeder mitredet im Parlament und so weiter, wo man einfach sagt, wir entscheiden mal aus dem Bauch raus. Ein Punkt für Münti. So, nächste das Kategorie. Nächste ist der Lieblingsmoderatorenfaktor. Sehr schwer. Charlotte Grace Roach für die Jungen. Mhm. Und Johannes B. Kerner für die Alten. Mhm. Sind beide sehr gut. Punkt für jeden. Punkt für jeden. Ja. Punkt für jeden. Als nächstes haben wir den edles Tröpfchen-Faktor. Kalt Birinja und Asbach. Ja. Muss ich sagen, ist relativ schwierig, denn ich kenne ältere Paare, wo sie links trinkt und er rechts. Ach so, verstehe. Ja. Also ich finde, es schmeckt beides nicht, aber... Bitte? Es schmeckt beides nicht? Ja, wann trinkst du Asbach? Ja, aber zum Frühstück. Ach so. Nee, also Asbach ist das Beste, was man tun kann. Ja, klar. Nicht nur geschmacklich, sondern auch für gesund. Wir hatten da immer im Pfadfinderlager diesen Spruch. Wenn dich einer splitternackt von hinten an der Nudel packt, wenn dir so viel Gutes wird beschert, das ist schon Asbach uralt wert. Damals, als ich jung war. Ich zahle jetzt seit 30 Jahren Rentenbeiträge. Seit 30 Jahren? Ja gut, nicht ganz, aber seit... Ja, 20. 20. Ja. Auch nicht, seit... doch, seit 20. Ja. Seit 20. Ich muss mir mal meine Rente ausrechnen lassen. Das sind doch diese Sätze, die man dann so hört. Wenn ich jetzt aufhöre, ich glaube, ich würde 400 Euro kriegen. Also natürlich vor Steuern. Da gehen ja noch 300 Steuer weg. Ja. Also Punkt für? Ich würde sagen, ein Punkt für beide. Okay, Punkt für beide. Dann haben wir den Partydrogenfaktor. Eindeutig ein Punkt für Ginseng. Ja, klar. Pure Gesundheit. Absolut. Während das andere süchtig macht. Furchtbar. Verblödet. Genau. Und also wieder Punkt für alt. Das nächste ist geile Mucke-Faktor. Eminem und Herrieu. Tja. Tja, das ist Geschmackssache. Also mehr Hits hat Rieu, ne? Eindeutig. Aber den revolutionäreren Appeal hat natürlich Eminem. Also keiner einen Punkt. Beide ein. Okay, wieder beide ein. Dann der Humorfaktor. Eindeutig ein Punkt für Rudi. Aber nichts gegen Axel Stein. Nein, nichts gegen Axel Großer. Stein. Axel Stein ist ein fantastischer Komödiant mit sensationeller Quote. Aber Rudi hat nun mal das Showgeschäft erfunden. Das ist richtig. Er hat alle Gags selber geschrieben. Ja. Und er hat vor 100 Jahren schon Sachen gemacht, die heute nur noch kopiert werden. Ja, genau. Gib einen Punkt für Rudi. Ja, okay, so. Punkt für Rudi. Schübel. Extremsport, Freeclimbing und Walken. Da würde ich sagen, ein Punkt für das Freeclimbing. Ja. Weil durch das Walken sind die Wege so voll. Ja. Am Wochenende.
Da ist ja auch das beliebte Dreierpaare parallel walken. In einer Reihe, wo du nicht mehr vorbeikommst. Bin wahnsinnig happy, dass wir uns mit den Amerikanern wieder ausgesöhnt haben. Absolut. Wir haben uns mit allen ausgesöhnt. Heute hat Bundeskanzler Schröder in Oslo gesagt zu Wladimir Putin, er ist mit seiner Tschetschenien-Politik auf einem guten Weg. So, jetzt geht's weiter. Du wolltest noch die Schlüsselanhängerfrage stellen. Ja, Senioren, sag mal, wir haben uns doch im Sommer im Elsass gesehen, oder? Es ist okay, dass ihr mal für ein Wochenende aus Pforzheim rüberfahrt ins Elsass und auf dem Gehweg stehen bleibt. Was ich nicht begreife, an diesen Ständern mit den Schlüsselanhängern, das Wahrzeichen des Elsass ist der Storch. Mhm. Ja? Da hängen 400 absolut identische Störche als Schlüsselanhänger. Die sind nicht mal im Genlabor voneinander zu unterscheiden. Liebe Senioren, warum steht ihr da, nehmt von diesen 400, 258 Störche einzeln in die Hand und guckt jeden einzeln an und hängt ihn dann wieder zurück? Sie sehen alle 400 gleich aus. Es ist 400 Mal derselbe Storch. Warum? Dafür gibt es mal einen Punkt für Jung. Okay, so, Punkt hier für haben Jung. Wir gegeben. Ja. Also jetzt schon zwei Punkte. Also ein Punkt fürs Free Climb. Ja, und ein Punkt für Anti-Storch-Faktor. Klar. Dann haben wir hier den Hobby-Faktor, PlayStation und Märklin-Eisenbahn. Schwierig. PlayStation kenne ich nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich finde ja auch das schönere Hobby einfach Modelleisenbahn. Absolut. Ja, also ja. Punkt für alt. Dann Werbehassfigurenfaktor. Robert T. Online und Clementine. Eindeutig. Ja, was heißt jetzt? Wen man mehr hasst oder wer? Also den Punkt kriegt der, der nicht so sehr nervt. Das ist eindeutig Clementine. Ja, absolut, finde ich auch. Oder? Ja. Ja. Dann haben wir hier den geistigen Guru-Faktor. Benjamin, Stuttgart Barre und Walter Jens. Tja. Aber also da würde ich sagen, bei allem Respekt für unseren Freund Stuttgart Barre, aber für das Lebensschwurbelwerk und als Torwart. Stimmt. Damals und als Erfinder des DFB. Ein Punkt für Walter Jens und ein Sternchen für Stuttgart Barre. Okay, ja? Einen halben Punkt? Einen halben Punkt. Halben Punkt, ja. Für Stucki und ja. Dann der Bartfaktor. Also cooler Ziegenbart und der... Zwei Punkte für Jung. Okay. Okay, zwei Punkte für Jung. Dann haben wir hier den hipper Freizeitlook-Faktor. Kein Punkt. Kein Punkt? Das ist beides grässlich. Okay. Oder? Ja, nee, hast recht. Also ich, naja, so auf Loden finde ich ja, naja, gut. Ja, na. Nee, ist es ja, richtig. Soll ich nein, es ist richtig. Du hast vollkommen recht, Chef. Aber der Lodenzwang ist ja auch... Ja, richtig. Oder? Ist er nicht anstrengend? Ne, der Zwang ist anstrengend, ja. Aber Loden an sich ist schön. Na, Loden vielleicht auch nicht so... Ein halber Punkt für Loden. Na, die erste Intuition sollte zählen. Kein Punkt für beide. Kein Punkt für beide. So, dann haben wir hier den Hingucker-Schmuckstück-Faktor. Also das coole Piercing und die... Brosche? Tja. Ich bin ja kein Fan von Piercing. Nein, furchtbar, ne? Die Broschen sind aber auch grausam. Okay. Also null Punkte. Null wieder. Punkte. Null Punkte. Dann haben wir hier die erotische Männerfantasiefaktor. Eindeutig Iris Berben. Ja, aber doch ganz klar. Gegenüber Jennifer Lopez? Ja, ich bitte dich, Jennifer Lopez ist doch sozusagen aufgepumpt. Hallo, ich bin Buchtata. Die hat aber keine Silikonbrüste, glaube ich. Ja, aber sie... Bitte? Die septisch, die Lopez. Ja, Lopez ist doch irgendwie totale Barbie. Ja. Nein? Nee, ja, toll, ja, klar. Aber erzähl doch mal ein bisschen. Ja. Nein. Erzähl doch mal. Nein. Nee, reißt du jetzt das Poster in deinem Zimmer runter? Überhaupt nicht.
Nein, ich kenne viele Männer, die würden... Er könnte mal Jennifer Lopez einladen. Also das, genau solche. Ja, ja. Gut, Punkt für Iris Berben. Dann haben wir hier den Fingerfood-Faktor. Punkt für Sushi. Oder? Von mir aus, ja. Viel ja. gesünder. Bitte? Viel gesünder. Sushi. Ja, aber die Atmosphäre, die mit Sushi verbunden ist, ist unerträglich. Ja. Dieses Sushi essen, dieses Sushi bestellen, dieses Sushi-Bar gehen, ja, dieses Vorbeifahren. Auch, kannst du auch nach Hause holen. Take ja, ist auch unerträglich. Na gut. Oder? Also null Punkte für beide. Nein, von mir aus, nein, also von mir aus ein Punkt für Sushi. Okay. Es ist gesünder. Ja. Es ist gesünder, auf absolut. Jeden Fall. Aber kaputter ist Hähnchenessen, finde ich. Dann haben wir noch den schrille Trauminselfaktor, Goa und Helgoland. Goa. Goa. Ja. Ist aber ein Irrtum zu glauben, dass auf Goa keine Rentner wären. Wenn die Rentner wo sind, sind sie auf Goa. Okay. Und zwar die 68er Rentner. Also Punkt für Goa, aber für alt. Genau. Okay. Dann haben wir. Ich finde, die Show wird immer hektischer. Ja, das. Finden Sie nicht auch? Also, heute ist ein dermaßen Hektik drin. Ist ein bisschen arg hektisch für so spät, oder? Morgen machen wir langsamer. Sexgott-Faktor. Ja. Robbie und Howie. Tja. Viele Frauen sagen, ja, Robbie ist toll. Andere sagen, Howie ist toll. Punkt für beide, oder? Ja, schon. Also. Proteste. Unser lieber Howie, aber Robbie ist schon noch ein Zacken angesagter. Okay, Punkt für. Ja. Okay, Punkt für Robbie. Und als letztes haben wir den prägende Erinnerung, mit der man auf jedem Geburtstag alle anderen nervt, Faktor. Also Gewinn WM 90 und Stalingrad. Unter welcher Kategorie wird da der Punkt vergeben? Was mehr nervt? Ja, was mehr nervt? Eindeutig doch WM 90. Ja, oder? Okay. Ja, ja, hast recht. Ja, ja, jetzt sag doch nicht immer, hast recht. Naja, weil ich halt jeden nerve immer. Wisst ihr, dass ich bei der, ja, ne, in Rom war. Ja, ja oder nein? Du hast schon oft in dieser Sendung postuliert, dass dir auch ältere Herrschaften, die immer von Stalingrad und dem Krieg erzählen, nicht unbedingt angenehm sind. Ja, weil ich schon so oft gehört habe. Ja eben, das, nee. Darum geht's ja. Aber verglichen, dass das schon so lange zurückliegt, habe ich noch nicht so oft gehört, wie das, wie kurz das erst zurückliegt. Okay. Ja? Ja, ich weiß es nicht. Ein Punkt für beide. Dann hieß es aber, wir vergleichen das Endspiel mit Stalingrad. Nein, das tun wir nicht. Nein. Tun wir nicht? Nein. Tun wir echt nicht. Bitte, nicht beschweren, nicht anrufen, wir tun es nicht. Es geht um fiktive Narrationen von... Um was? Um fiktive Narrationen? Was hast du neulich als Aufwärts gehabt? So der ikonografische Faktor. Attribut, bitte. Das ikonografische Attribut. Ja. Im Zusammenhang mit dem fiktionalen Faktor? Mit dem... Nein, mit fiktiven dem, Faktor? Was? Fiktionalen... Mit dem was? Mit den fiktionalen Narrationen. Mit den fiktionalen Narrationen. Wer kriegt den Punkt? Beide. Okay. Ein Punkt jemals. Das heißt, das Ergebnis lautet... 11,5:11 für Jung. Das ist aber sehr knapp. Sehr knapp. Oder? Reicht das denn? Muss da nicht mindestens wie im Tischtennis 2 Punkte Abstand sein? Bitte? Muss da nicht mindestens wie im Tischtennis 2 Punkte Abstand sein? Ja, stimmt. Die Regel hat man vergessen. Ja. Entscheiden Sie selbst, meine Damen und Herren. Wir werden weiter über diese Auseinanderbesichtung, jung oder alt, sprechen.